Hi Leute, herzlich willkommen zur Prüfungsvorbereitung Metall. Und zwar vielen Dank, dass ihr echt den Kanal abonniert, dass ihr einfach den Daumen nach oben immer da lässt und Kommentare schreibt. Das freut mich immer sehr und es motiviert mich einfach noch mehr Videos zu machen. Wir wollen heute über die Zeichnungsanalyse sprechen. Wir wollen heute mal eine komplette Zeichnung durchgehen. Wir wollen mal jedes Maß uns anschauen, mal gucken, was alles bedeutet. Und ich hoffe, dass es euch dann in der Prüfung hilft und einfach nur beim Verständnis vom Zeichnungslesen. Wir haben hier eine alte Zeichnung und zwar ist es eine Prüfungsaufgabe, die ich hier bei mir mal gefunden habe. Und zwar ist es so, dass in den Prüfungen sind diese ganzen Zeichnungen immer mit Maßen vollgeklatscht. Das heißt, da ist alles bemaßt, es ist so unübersichtlich gestaltet und im Endeffekt braucht ihr zum Lösen der Prüfung vielleicht nur die Hälfte der Maße. Aber wir wollen jetzt alles mal Schritt für Schritt durchgehen und mal gucken, was an der Zeichnung wichtig ist. Natürlich ist jedes Maß wichtig und es ist auch gut, dass alles bemaßt ist. Wie ich immer anfange bei so Zeichnungen ist, dass ich mir hier immer eigentlich den Werkstoff anschaue. Oftmals gibt es hier eigentlich so einen kleinen Kasten. Und dann stehen dann immer die ganzen Sachen drin, das heißt, der Werkstoff steht drin, der Durchmesser steht drin und alles andere. Aber hier haben wir es jetzt unter der Zeichnung beschriftet bekommen. Das wäre jetzt ein 11SMN PB30 plus C nach dieser ISO. Den können wir im Tabellenbuch finden. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht in anderen Videos, da könnt ihr mal reinschauen. Und zwar ist es hier ein Automatenstahl, eigentlich so ein Standardstahl, den man gern benutzt. Und zwar hat der 0,11% Kohlenstoff, weil wir das geteilt durch 100 rechnen. Der hat Schwefel drin, Mangan, Blei, 30. Dieser Wert bezieht sich immer auf das erste hier vor dem Kohlenstoff. Und dann haben wir noch hier plus C, das heißt kalt gezogen. Der Faktor von Schwefel ist 100, das heißt wir rechnen 100 geteilt durch die 30. Und das wären dann 0,3% Schwefelanteil in diesem Stahl. Was macht der Schwefel in diesem Stahl? Der sorgt dafür, dass dieser Stahl weicher ist und somit der Span besser bricht. Das heißt, dieser Werkstoff ist sehr gut zu zersparen, weil er einen sehr hohen Schwefelanteil drin hat. Das ist das Wichtigste, was man braucht, die Werkstoffbezeichnung. Und zwar haben wir jetzt hier keinen Durchmesser angegeben, weil dieses Material kommt als Stange an. Ich kann mir vorstellen, dass es immer so eine 3-Meter-Stange ist oder auch als Rohteil. Aber wir wissen es erst leider nicht, weil es hier nicht angegeben ist. Aber ich würde sagen, es kommt als Stange an. Und hier sehen wir mit diesem Zeichen hier, dieses Zeichen bedeutet, dass dieser Materialabschnitt muss unbearbeitet bleiben. Das heißt, diesen Materialabschnitt dürfen wir nicht überdrehen. Der darf so bleiben, wie er ist. Das heißt, der darf das Standardmaterial sein. Und hier sehen wir, dass es 25 mm sind. Das heißt, unser Standardmaterial hat einen Durchmesser von 25 mm. Und zwar würde ich jetzt zum nächsten Wert gehen. Und zwar der Oberflächengüte RZ10. Das bedeutet hier, haben wir eine allgemeine Oberflächengüte, also von allen Maßen hier, von RZ10, außer bei den Werten, wo es angegeben ist. Das heißt, hier zum Beispiel hätten wir nur eine Oberflächengüte, eine Rauheit von RZ4. Das heißt, dieser komplette Abschnitt muss RZ4 haben. Oder auch hier sehen wir es auch so, dieser Abschnitt muss auch ein RZ von 4 haben. Aber alle anderen Oberflächen müssen ein RZ von 10 besitzen. Genau, dann gehen wir zu den nächsten Bildchen hier. Dann sehen wir das hier. Das Zeichen bedeutet, dass alle Außenkanten eine Phase von minus 0,3 aufweisen müssen. Das heißt, dass jede scharfe Kante muss mit 0,3 entgratet sein. Nur so dargestellt, weil es in der Zeichnung sonst zu übersichtlich wäre, wenn man hier jede kleine Phase hier bemaßen würde, beschriften würde. Darum haben die es hier nach unten gemacht. Das steht für die äußeren Phasen und das steht für die inneren Phasen. Hier wären das 0,3 für die ganzen äußeren Phasen und hier wären das zwischen 0,2 und 0,5 für die inneren Phasen. Das bedeutet hier oder auch etwa hier zum Beispiel oder auch jetzt hier für die inneren Bohrungen. Wie können wir hier diesen Wert erreichen? Und zwar ist es so, dass unsere Wendeschneidplatte ja ungefähr so aussieht und zwar ist dieser Radius hier. Das ist unser Radius, den wir besitzen. Und dieser Radius muss immer zwischen 0,2 und 0,5 liegen. Das heißt, wenn wir hier reindrehen in unserer Platte, dann haben wir hier drinnen automatisch einen Radius von 0,2 bis 0,5. Natürlich hängt es von unserem Plattenradius ab. Das heißt, unser Schneidenradius sollte kleinstens 0,2 besitzen. Dann hätten wir diese Maße jetzt mal geklärt. Das sind so die wichtigsten Maße, weil das die allgemeinen Maße sind. Dann würde ich jetzt mal auf die Zeichnung gehen. Und zwar haben wir hier unsere ganz normalen Durchmesser. Das hier ist eine Formtoleranz, die wir hier sehen. Und zwar bedeutet das Rechtwinkligkeit. Und zwar muss diese Fläche muss rechtwinklig sein zum Bezugspunkt A. Und die Differenz darf nur bei 0,02, also bei 2 Hundertstel liegen. Hier haben wir unsere Bezugsfläche A. Das heißt, wenn wir hier messen würden, diesen Wert, dann dürfte die Abweichung nur 0,02 betragen. Sonst sehen wir hier unsere ganzen Durchmesser. Ich glaube, das ist sonst alles ziemlich klar. Das ist für den Innendurchmesser. Hier sehen wir noch eine Querbohrung. Hier wurde reingebohrt und hier sehen wir den Schnitt. Hier wurde einmal schön durchgeschnitten. Hier sehen wir das Innere. Und dann sehen wir hier auch das
Innere des Drehteils. Wie wir hier sehen können, wird hier eine Faser reingedreht, das hier wird überdreht und das hier sieht so komisch aus, weil hier die Querbohrung drin ist. Hier haben wir ein Gewinde gegeben, was auch wichtig ist. Das Gewinde ist M16x1. Das wäre hier ein Feingewinde mit der Steigung 1 und mit dem Durchmesser 16. Dann haben wir hier den DIN 76A. Das wäre ein Gewindefreistich. Und zwar ist der Gewindefreistich dafür da, dass wenn wir dieses Gewinde nachher drehen, wenn wir das Gewinde strehlen nachher und so überdrehen, dass wir dann hier keinen Grat bekommen, sondern das Gewinde dann schön freischneiden können. Wir haben jetzt hier ansonsten eigentlich keine engen Toleranzen gegeben. Das ist eigentlich alles ziemlich einfach bemaßt, würde ich jetzt sagen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit dem Video weiterhelfen und dass ihr jetzt die Zeichnung ein bisschen besser verstehen könnt. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Lernen.